Hallo zusammen, Testbericht. Sony 50mm G-Master 1.4. 50mm, super vielseitiges Objektiv, das ich selbst auch sehr viel verwende. Ich habe mehrere für verschiedene Kameras. Also das ist ein Objektiv, ohne das ich nicht leben möchte, was auch meine Nummer 1 Empfehlung ist. Wenn du eine Vollformatkamera hast und du willst dir deine erste Festbrennweite kaufen, 50mm, machst du nichts mit falsch, weil zur Not kann man da alles mitmachen. So. Es gibt aber halt schon sehr viel. Es gibt zum Beispiel das 55mm Zeiss 1.8. Das habe ich schon bestimmt 7 Jahre. Und auch sehr viel benutzt über die Jahre immer mal schon. Deswegen, weil es so klein ist. Ja, das nimmt man mal mit, vorsichtshalber. Ich weiß nicht, was kommt. Ich nehme 24-70 mit und das 55mm, weil warum nicht? Es gibt ja nichts, was dagegen spricht. Das hier ist deutlich größer. Es ist nicht schwer, also nicht so, dass man sich tragen könnte oder so, aber es ist einfach deutlich größer. Wenn dein Fotorucksack jetzt schon immer zu voll ist, dann ist das halt vielleicht gerade so, da ringe ich noch so ein bisschen mit mir, wie das wäre, wenn ich beide hätte und ich gehe hin und wieder los und fotografiere und überlege mir, was nehme ich mit und die liegen beide da und ich weiß nicht, was kommt, würde ich wahrscheinlich immer noch das nehmen. Weil, wenn ich es wahrscheinlich sowieso nicht brauche, warum soll ich das mitnehmen? Weil jetzt, bevor wir über das Objektiv reden, richtig, reden wir mal über Praxis. Ich zeige mir diese beiden Fotos. Die habe ich aufgenommen mit der A1 von Sony, das heißt mit 51 Megapixel, das heißt, da können wir wirklich reinzoomen. Ich zeige sie aber erstmal nebeneinander. Das ist völlig egal, welches ich nehme, oder? 1.4 gegenüber 1.8, das sieht man halt nicht wirklich. Und ganz ehrlich, also die beiden Bilder sind auch völlig austauschbar. Also warum soll ich das kaufen? Das G-Master ist teurer, es ist größer, es ist schwerer. Gibt da keinen Grund dafür, oder? Ich ringe mit mir, ob ich es kaufe. So, ich suche so ein bisschen Gründe, es nicht zu kaufen, weil ich es wahrscheinlich dann doch nicht wirklich brauche gegenüber dem. Aber ich hätte es halt schon gerne, weil, jetzt zoome ich mal rein. Das ist wieder das Problem, ne? Weil wir Fotografen natürlich irgendwann reinzoomen und wenn wir reinzoomen, dann sehen wir halt bei dem Objektiv, das ist schon nicht super scharf. Ist ja natürlich auch nicht gemacht für die neuen Sensoren mit 50 oder mehr Megapixel, das muss man natürlich auch sagen, aber ändert nichts dran, es ist nicht super scharf, war es nie. Und das ja. Also man sieht einen deutlichen Unterschied. Also mehr Schärfe als das brauchst du wirklich nicht. Wirklich nicht. Und zwar, wenn wir uns den Testchart angucken, auch an den Rändern, da müssen wir gar nicht auf den Testchart gucken, weil das ist alles ein bisschen okayisch. Aber bei dem, da macht das Spaß, da kann man reinzoomen und da ist es auch auf 100% und bei 51 Megapixel, bei 1.4 schon scharf in der Mitte, in den Rändern überall und so weiter. Also da hat Sony wirklich abgeliefert mit dem G-Master. Und dafür ist die Größe dann nicht so riesengroß. Weil, ja klar, es ist größer, aber es ist lichtstärker und schärfer. Ich habe keine Sport-Action damit gemacht. Das wäre jetzt auch eine ganz ungewöhnliche Brennweite, aber so normale Alltagssachen, das geht flott und zügig. Da habe ich an der Sony A1 also überhaupt gar keine Autofokus-Probleme gehabt. Nicht ein einziges Mal. Augenautofokus sitzt natürlich immer und so weiter. Geht auch bei Tieren, wie zum Beispiel Hühnern auf dem Bauernhof. So, also Schärfe ist herausragend, habe ich gesagt. Was gibt's noch? Flair. Flair heißt, ich halte das Objektiv in die Sonne. 50 mm, so halbweit, hat man manchmal. Man hat eine ziemlich große Gegenlichtblende, das heißt, die Streulichtblende ist so groß, dass sie eben wenig, man sieht es ja jetzt auch, also ich muss das Objektiv voll ins Licht halten. Aber wenn ich das mache, dann habe ich Flair und der sieht auch sehr gut aus. Jetzt kann man ein bisschen streiten, weil so im Objektiv, das ist ja primär für die Menschenfotografie. Das heißt, viele Fotografen schwören darauf, dass sie mit Flair arbeiten wollen und ich glaube, mit dem, das ist sehr attraktiv, fand ich sehr attraktiv, kann man, glaube ich, mit arbeiten, kann man ein bisschen tricksen. Andererseits bin ich so ein Purist, der sagt, nee, Flair will ich nicht haben. Für und wieder. Jedenfalls können andere das besser. Also ich bin der Meinung, Sigma kann das besser zum Beispiel. Das so ganz am Rande. Das also nicht die Stärke davon, es sei denn, du möchtest Flair haben, dann ist der, wie gesagt, ziemlich attraktiv. Bokeh. Bokeh sieht sehr gut aus. Und zwar sowohl in der Mitte als auch an den Rändern. Und also bei 1.4 sieht das sehr, sehr gut aus. Jetzt ist aber wieder der Trick. Wenn ich diese Bokeh-Bilder zeige und ich vergleiche die mal mit dem alten 55er, dann sagst du ganz klar, ja klar, das ist viel besser. Aber wenn ich dir die Praxisbilder zeige, dann sagst du, ja, das sieht ja gleich aus. Das macht es ein bisschen schwierig mit dem Vergleich. Deswegen tue ich mich so schwer, ob ich das jetzt endlich mal ver-eBayen soll und mir das Neue gönnen soll. Weil auf den Testbildern herausragender Sieger und in der Praxis dann so ein bisschen so, naja, außer mir sieht es keiner. Du weißt, was ich meine, ne? Was das Problem ist. Aber das spricht ja nicht gegen das Objektiv, sondern das spricht eigentlich dafür, dass das alte Ding gar nicht so schlecht war damals. Vignette ist der dunkle Rand, der ist bei solchen lichtstarken Objektiven immer ziemlich deutlich bei
maximaler Lichtstärke, also bei 1,4 in dem Fall. Das ist natürlich so, das ist auch hier so. Das kann man nachher korrigieren. Aktuell gibt es noch kein Profil in Lightroom, das ist natürlich auch immer so. Man kann das aber mit JPEG in der Kamera jetzt schon korrigieren oder nachher von Hand dann in Nachbearbeitung, wenn das Profil da ist, per Knopfdruck. Beziehungsweise, da man es überwiegend in der Porträtfotografie benutzen wird, wird man das wahrscheinlich auch sowieso dran lassen und sagen, das ist so, wie man das haben möchte. Aber es ist normal doll, wie das bei solchen Objektiven halt ist. Fazit. Kaufen oder nicht kaufen? Die Frage stelle ich mir tatsächlich auch sehr deutlich im Moment. Ich habe es jetzt leider nur ein paar Tage gehabt. Es ist ein Leihgerät von Sony Deutschland, das morgen wieder abgeholt wird. Ich hätte es gerne noch ein bisschen länger behalten, noch ein bisschen mehr damit gespielt, um mir ein Bild zu machen. Aber jedes Foto, das ich mir angeguckt habe, immer wenn ich reinzoome, weil ist klar, ne, man hat ein neues Objektiv, man zoomt rein und jedes Mal sage ich, ja, das sah bei dem schon nicht so aus. Das Problem ist natürlich, ich arbeite sonst auch nicht mit 50 Megapixel. Ich habe die Sony A7 IV mit 33 Megapixel. Da ist der Unterschied nicht so doll. Das heißt, es stört mich in der Praxis gar nicht so doll. Aber jetzt, wo ich es gesehen habe, wo ich es ein paar Tage hatte, warte ich auf die nächste Cashback-Aktion, weil aktuell ist es mir zu teuer. Aber wenn es mal im Cashback deutlich günstiger ist, ich kann ja mal bei Fotohama eine Anfrage machen, was er mir für einen guten Preis macht. Und das bei eBay dann raushauen, privat, weil mein privat ist, ne? Na gut, also sollst du dir das kaufen oder nicht? Das hängt natürlich davon ab, was du machst, wie viel du das benutzt. Weil klar, so ein Objektiv lohnt sich nur in der Preisklasse, lohnt sich nur, wenn du das viel benutzt. Ansonsten würde ich was vom Dritthersteller nehmen. Was ist mit Festbrennweiten gegenüber Zoom-Objektiv? Wenn du schon irgendwie einen Standard-Zoom hast, wo 50 mm mit drin ist, vielleicht ein Sigma 28-70 oder ein Tamron 28-75, dann hast du ja schon 50 mm in Lichtstark. Aber zwischen Blende 2.8 und 1.4 ist natürlich schon nochmal ein Unterschied. Das sieht man denn schon. Und das Bokeh ist wirklich schön hier. Das Beispielfoto, was ich jetzt hier gezeigt habe, ja, okay, da fällt das gar nicht so doll auf. Aber wenn du abends viel in der Stadt unterwegs bist mit Hintergrundlichtern und so, dann sieht man das natürlich schon auch. Andererseits habe ich das damit auch schon gemacht und auch Freude dran gehabt und gesagt, ja, tolles Bokeh und toll, dass das so gut klappt. Und nie gesagt, oh, wäre schön, wenn das besser wäre. Aber wenn du Vergleichsbilder machen würdest, würdest du ganz deutlich sehen, dass es besser ist. Ja, ich weiß, ich werde es mir kaufen irgendwann, ne? Ist ja klar. So, also, ich hoffe, kurz und knackig, ich hoffe, das war hilfreich und nützlich. Wenn du es dir kaufst, wirst du damit mit Sicherheit ganz viel Spaß mit haben. Wenn du eins von den anderen 50er nimmst, ist das auch okay. Ganz ehrlich, man muss nicht immer. Weil die 1,4 Lichtstärke brauche ich nicht. Die 1,4 freistellen brauche ich auch nicht. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Schlusspunkt. Wenn du mein Video geschaut hast zum Thema Licht sehen, das habe ich komplett mit 50 mm gefilmt und da geht es ja um Porträts. Das heißt, da siehst du diesen 50 mm Look bei Porträts, bei verschiedenen Lichtsetups. Da kriegst du ein gutes Gefühl, wie das so ist. Und ich arbeite da in der Regel bei Blende 2 um 2 rum und nicht bei 1,4. Weil 50 mm 1,4 ist zu unscharf, wenn man einigermaßen nah dran ist. Ich filme jetzt auf Vollformat mit 24 mm bei Blende 2, obwohl ich 1,4 könnte. Weil 1,4 einfach unrealistisch aussieht, zu künstlich aussieht und nicht mehr gut aussieht. Deswegen, liebes Sony-Team, wenn ich mir was wünschen darf, das aktualisieren, weil sicherlich ein Bestseller gewesen. Und das hier könnt ihr eigentlich behalten. Aber weil ihr das nicht aktualisiert, muss ich das kaufen. Kurzes Nachwort. Jetzt ist ein paar Wochen später als der Rest von dem Video. Es war so, ich hatte die beiden Objektive gleichzeitig, das Sigma 50mm 1.4 und das Sony 50mm 1.4. Zu dem Zeitpunkt, wo ich die beiden Videos dann gedreht habe, kannte ich den Preis von dem Sony G-Master aber noch nicht. Zu dem Zeitpunkt habe ich gesagt, das hätte ich gerne, ich glaube, wenn das mal reduziert ist, gönne ich mir das. Inzwischen kenne ich den Preis und sage, nö, das kann Sony so ein bisschen behalten für den Preis. Es ist exzellent, ein wirklich sehr, sehr gutes Objektiv. Das Sigma aber auch. Optisch würde ich sagen, sind die beiden wirklich, also vergiss es, dass du nur, ich bin mir sicher, irgendein Kollege von mir wird einen Testbericht machen, wo er zeigen wird, dass Sony ist ein Tick besser, weil es teurer ist. Das ist aber völlig unrelevant für die Praxis. Wenn ich mir die Bilder hier angucke, ich habe diverse Vergleichsbilder gemacht, wenn ich nicht hingucke, welches Objektiv das ist, kann ich es nicht sehen. Man sieht keinen, in der Praxis sieht man keinen relevanten Unterschied. Auch vom Autofokus her und so habe ich nichts gemerkt. Ich habe keine Sport-Action gemacht, mit beiden nicht. Aber so im Alltag ging das mit beiden sehr, sehr gut bei Foto und Video. Das heißt, für mich sind die optisch gleichwertig. Nicht gleichwertig ist Größe und Gewicht. Das Sigma ist halt doch massiv größer. Und zwar so, dass es mir eigentlich zu groß ist, während das Sony gerade so, ja, kleiner wäre besser, aber es geht noch. Aber nicht für den doppelten Preis. Das ist ja völliger Humbug. Das heißt, mein Fazit wäre so ein bisschen, kauf keins von beiden. Gerüchteweise, ist noch nicht bestätigt, bringt Sigma jetzt ein 2.0 raus, ein 50mm 2.0. Wenn das so gut ist wie das Sigma 1.4, aber nachher nur die Hälfte wiegt,
dann, und die Hälfte kostet vielleicht sogar nur, ist das wahrscheinlich die bessere Wahl. Wenn du unbedingt 1.4 Lichtstärke haben möchtest, ist das Sigma halt ein viel besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn du unbedingt einen G-Master haben willst, ja gut, dann ist es halt so. Dann warte vielleicht ein bisschen oder guck halt mal so ein bisschen nach Preisen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das G-Master lange den doppelten Preis halten kann wie das Sigma. Weil ich bin ja nicht der Einzige, der sagt, das sieht aber jetzt wirklich gleich aus. Und natürlich gibt es immer noch die Option, das Sony 1.2er, das ist schon nochmal optisch ein Tick besser. Und wenn du das irgendwo gebraucht kriegst, Reimport, gebraucht, wie auch immer und so weiter und so fort, weil für den Preis von einem neuen G-Master kriegst du das 1.2er wahrscheinlich schon irgendwo gebraucht. Und dann hast du halt noch so dieses, du weißt, du hast das Beste, okay, ja. Siehst nur du, ne, den Unterschied siehst nur du, aber zumindest hättest du dann so das letzte bisschen raus. Das wäre so ein bisschen meine Empfehlung, was ein bisschen schade ist, weil ich hatte total Freude mit dem Sony. Als ich beide hier liegen hatte und ich bin da, das war das Wochenende, wo ich mit meiner Familie auf dem Bauernhof war, da habe ich nur ein Objektiv mitgenommen von den beiden natürlich. Ich habe natürlich das Sony genommen. Ne, wenn die hier nebeneinander liegen, ich nehme immer das Sony, weil deutlich kleiner, wirklich auffällig kleiner und macht dadurch automatisch mehr Spaß, damit zu arbeiten und so, für das, was ich mache. Aber wie gesagt, das rechtfertigt nicht den doppelten Preis. So. Das wäre so ein bisschen mein Schlusswort dazu. Exzellentes Objektiv mit optisch herausragend, halber Preis. Halber Preis wäre sehr angemessen und sehr fair. Aber der Preis aktuell ist nicht gerechtfertigt. Meine persönliche Meinung, kann man anders sehen. In diesem Sinne, so oder so, ganz viel Spaß mit deiner 50mm Fotografie. Nicht vergessen, das alte 55mm 1.8, das wird es jetzt bestimmt bei eBay dann viel geben. Weil mit den ganzen neuen Objektiven werden viele das ersetzen, einschließlich mir. Nein, du kannst es nicht von mir kaufen. Ich mache das privat und so weiter. Und nicht irgendwie jetzt über YouTube und so. Irgendwelche komischen, krummen Deals. So, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.